Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere kleine Osterpause ist vorbei. Wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch zahlreich versammelt. Und dann kann es ja wieder losgehen in alter Frische und nach den altbekannten Regeln. Heute freie Themenauswahl. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und gleich geht's los mit Heike, und Heike ist 43 Jahre alt. Hallo Heike. Oh, hallo Domian. Oh. Schon bist du dran. Ich bin dran, ja, ich höre schon. Domian, ich habe ein Problem, und zwar, ich habe einen Sohn, der ist 19, und der hat ein Drogenproblem. Ja. Und das ist inzwischen schon so 3-4 Jahre unser Problem zu Hause. Mhm. Und es ist jetzt so weit, also letzten Endes ist es jetzt so weit gekommen, dass wir ihm gestern Abend den Schlüssel abgenommen haben. Also er wohnt jetzt im Moment bei uns nicht mehr zu Hause. Was nimmt er denn für Drogen? Er hat gekifft, und ich weiß jetzt, er hat einmal Pilze, hat er gesagt, er hat Pilze mal probiert, und ich weiß aber auch nur das. Ich weiß nicht, ob da noch mehr im Spiel ist. Also weiß nicht, ob härtere Sachen dabei sind, Heroin, Kokain? Nein, also Heroin auf keinen Fall, aber ich denke mal, vielleicht, dass er schon mal geguckt hat, das sind aber bloß meine Vermutungen, ich weiß es nicht. Warum habt ihr ihm jetzt den Schlüssel weggenommen? Wir haben ihm den Schlüssel weggenommen, weil so viel vorgefallen ist. Um es ganz kurz zu machen, er ist in der Ausbildung noch, er hat jetzt 4 Wochen noch bis zur Abschlussprüfung, er hat das hat sich so was für eine Ausbildung ist das? Er macht Lagerwirtschaft. Ja. Ne? Und da hat er jetzt praktisch, also das hat sich so zugespitzt, das letzte Vierteljahr. Er ist nicht mehr zur Schule gegangen, oder jedenfalls hat er oft geschwänzt. Dann hat er sich oft einen Krankenschein geholt, weil er keine Lust hatte. Dann hat er uns bestohlen zu Hause. Er hat jede Menge Schulden, und wenn es Geld gab, ist das Geld gleich weg. Und wie viel Geld hat er euch gestohlen? Er hat uns kein Geld gestohlen, er hat uns DVDs gestohlen. Ach, und hat die verkauft dann? Hat er verkauft. Ach so. Ja, ja. Ach so. Ne? Er hat uns selber noch nichts gestohlen. Und ja. So, und also Geld nicht, so meine ich. Ne? So, und unsere Angst war natürlich, wo hört es auf und wo fängt es an? Wir haben ihn dann, weil der soziale Abstieg zu sehen war, für uns ganz klar zu erkennen, haben wir ihm dann ein Ultimatum gesetzt. Entweder er macht was, geht zum Arzt, lässt über Drogenberatung und hin und her. Hat er auch 2-3 Mal daran teilgenommen. Und dann hat er das abgebrochen und hat gesagt, okay, ich gehe dann jetzt in die Klinik. Das war wohl mit der Drogenberatung so abgesprochen. Das heißt also, dass er ein Bewusstsein dafür hat, dass da eine Abhängigkeit besteht. Er weiß, wie schlimm es um ihn steht eigentlich. Ja, das heißt, er das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass er das akzeptiert, dass er ein Drogenproblem hat. Ja, das weiß er. Das weiß er auch ganz deutlich. Weißt du, wie viel er konsumiert pro Tag? Weißt du das? Ich habe ja auch nicht viel Ahnung, Domian. Also ich denke mal, er hat gekifft hat er, denke ich mal, täglich. Und wie viel, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ne? Also, sollte in eine Drogenklinik gehen? Wir haben ihn auch hingebracht, da die Termine standen. Wir haben ihn hingebracht, und das sollte 3 Wochen dauern, und die Firma stand auch hinter ihm und alles. Und dann hat er aber den nächsten Abend schon angerufen, es ist nicht das Richtige für ihn und er möchte nach Hause. Dann haben wir noch kurz mit dem Pfleger und hin und her, und uns blieb nichts weiter übrig in dem Moment, als ihn dort abzuholen. Wann war das, diese Sache? Das war letzte Woche. Achso. Ja, Dienstag. Achso. Und dann habt ihr ihn zurückgeholt? Dann haben wir ihn Mittwochabend zurückgeholt. Ja. Und haben noch mit ihm gesprochen. Wir haben unsere Bedingungen noch mal klar gemacht. Kommst du einmal bekifft nach Hause, gehst du nicht zur Schule, gehst du zum Arzt, wenn du nicht krank bist, dann nehmen wir dir den Schlüssel ab. Und das ist jetzt passiert? Und das ist gestern Abend passiert. Wo ist er im Moment? Ich weiß es nicht genau. Ich vermute bei irgendeinem Kumpel. Ich meine, er hat auch immer nur von Kumpels gesprochen und keine Namen genannt. Ist er das einzige Kind? Nein, ich habe noch eine ältere Tochter. Hat er zu Hause auch Drogen konsumiert? Nein. Nicht, ne? Aber ihr habt es immer gemerkt, wenn er irgendwie angetitscht und angekifft nach Hause kam. Ja, die Augen, ne? Die waren so rot. Und
ja, doch. Und dann hat er immer sehr viel Hunger gehabt, so das, ne? Mhm. Ja. Also da ist ja eine ganze Menge passiert. Ja, sehr viel. Ihr habt euch sehr reingekniet und habt ihm auch versucht zu helfen. Auf jeden Fall. Er hat sogar ein Unrechtsbewusstsein, was seine eigene Person anbelangt, was sein Verhalten anbelangt, hat aber dann doch gekniffen und hat einen Rückzieher gemacht. Genau. Finde ich super schwierig in dieser Situation, sich richtig und gut zu verhalten. Weil man natürlich, ist mir völlig klar, als Eltern an dem Kind hängt und man will sein Bestes und man hat Angst, dass das Kind vielleicht noch mehr in die Gosse absackt. Genau. Andererseits finde ich euer Verhalten, so spontan überlegt, finde ich gut, finde ich folgerichtig. Damit ihm auch mal eine Grenze aufgezeigt wird. Genau. Ja. Weil ihr habt ihm ja die Hand gereicht und ich glaube, er weiß auch, dass er immer zurückkommen kann, wenn er es ernst meint, ne? Das weiß er. Ne? Noch gesagt, Er hat noch geduscht und noch was gegessen und dann saß er auf dem Bett und hat geguckt und dann hat mein Mann bloß zu ihm gesagt, so Kevin, jetzt geh, weil es bringt nichts. Und dann haben wir nur noch gesagt, wenn du wirklich Hilfe brauchst, unsere Tür ist immer offen. Ne? Also es geht um wirkliche Hilfe. Das heißt, im Moment jobbt er auch, arbeitet er auch nicht? Nein, gar nichts. Er hängt einfach ab und... Klar macht man sich da Sorgen, ne? Auf jeden Fall. Man macht sich Sorgen, was passiert ist mit ihm, in welche Kreise gerät er? Genau, Aber er ist 19 Jahre alt. Eben. Wie lange beschäftigt ihr euch jetzt mit diesem Problem? Du sagst, 3 Jahre ungefähr ist er schon. Und seit wann ist das so richtig Thema bei euch zu Hause? So richtig intensiv, würde ich mal sagen, ganz intensiv das letzte Vierteljahr. So extrem. Ne? So, du kennst ihn, du kannst ihn einschätzen. Ja. Steht er übermorgen vor der Tür? Ich denke mal, er steht heute vielleicht schon vor der Tür oder stand vielleicht heute schon vor der Tür oder so. Wir haben es nur auch ganz bewusst vermieden, uns zu Hause aufzuhalten, ne? Weil wir Angst haben vor der Situation auch. Ja. Insofern kann man das Ganze ja auch mal als Warnschuss verstanden wissen, für ihn, dass ihr es auch ernst meint. Dass der nicht ständig das Gefühl hat, ach die Alten, ich kann mit denen ja doch machen, was ich will und letztendlich komme ich bei denen gut unter. Jetzt habt ihr ja mal Härte gezeigt. Ja. Ihr müsst euch jetzt nur darüber im Gedanken klaren sein oder Gedanken machen, wie verhaltet ihr euch, wenn er morgen übermorgen klingelt, wenn er da steht? Was dann? Ja, das weiß ich eben nicht. Oder wie? Ja, das wissen wir halt nicht so. Also wir wissen genau, wir nehmen ihn so nicht wieder rein. Ne? Nur, ich würde an eurer Stelle auch diese Linie so weiterfahren. Wir helfen dir. Wir organisieren auch wieder für dich. Ja, aber du musst auch Initiative ergreifen und sagen, okay, ich gehe jetzt in die Klinik. Ja, genau. Unter den Bedingungen sind wir für dich da und machen für dich alles. Ja. Wir sind nicht für dich da, um letztendlich indirekt deine Drogensucht mit zu unterstützen. Wenn er das durchhaltet, fände ich es gut. Bis jetzt sind wir sehr stark geblieben, muss ich sagen, nach außen zumindest. Nee, ich würde an eurer Stelle auch mal, das ist immer gut, wenn man da Fachleute mit einbezieht, ich würde an deiner Stelle oder an eurer Stelle mal, wenn ihr es nicht so schon gemacht habt, mit Drogenberatern mal Kontakt, haben die euch in ähnlicher Richtung geraten? Ja, die hatten ja zu uns auch gesagt, weil wir auch so unsicher waren, machen wir das Richtige, wenn wir ihn rausschmeißen oder so, ne? Und da haben die gesagt, also dass wir würden uns an seiner, also er begeht eine Körperverletzung und daran würden wir uns noch beteiligen. Ne? Also muss man ernst nehmen, weil die haben den ganzen Tag damit zu tun. Ich habe es jetzt so aus dem Gefühl heraus auch so gesagt, aber wenn die Fachleute das auch so sagen, umso besser. Dann möchte ich dich oder euch wirklich bestätigen oder bestärken, das auch durchzuhalten. Wenn das auch als Eltern, glaube ich, sehr schwer ist. Da blutet einem sicher das Herz, ne? Wenn man den Sohnemann, den man lieb hat. Wie erklärst du es dir, dass er da so abgerutscht ist? Also ich denke mal, es sind eindeutig die falschen Kreise, in die er geraten ist. Weil er auch nie irgendwelche Namen erwähnt hat. Früher wusste ich seine Kumpels, mit denen er zu tun hatte. Und jetzt spricht er nur von Kumpels. Wenn irgendwas ist, kann ich mal einen Kumpel anrufen. Und das haben wir auch, weil er das Telefon ja auch schon missbraucht hat, sag ich mal. Ne? Und es waren nur Kumpels. Also ich denke mal, es ist der falsche Umgang. Wie ist das denn mit 19 Jahren? Hat er noch nie eine Freundin mit nach Hause gebracht? Er hat eine Freundin, sogar eine feste. Er hat eine feste Freundin. Und kann die denn nicht auch positive Einfluss auf ihn ausüben? Na, Domian, das Problem ist, sie lernt außerhalb. Also sie sehen sich nur am Wochenende. Und am Wochenende hat es auch mit ihm meist funktioniert. Aber da ist im Nachhinein auch so viel rausgekommen, wenn ich mit ihr mal telefoniert habe oder sie mit mir. Und man hat irgendwas erzählt und war so gesprochen, dass sie dann auch gesagt hat, was? Und da hat er schon wieder, also er hat sie auch belogen. Ach so. Das kann also ihm drohen, dass die Beziehung auch noch kaputt geht. Kann auch passieren, auf jeden Fall. Ja, es droht einiges, ne?
Selbst seine Firma, die immer hinter ihm stand, die auch wirklich gesagt haben... Was ich ja übrigens auch ganz toll finde, also dass, ich war sprachlos, dass die sagen, okay, wir stimmen dem zu, dass er in eine Drogenklinik geht und danach kann er wieder zu uns kommen. Auf jeden Hat man Fall. Heutzutage nur wirklich auch nicht mehr oft, ne? Nee, das habe ich da auch zum Ausdruck gebracht. Das muss der Karl einfach kapieren, was er sich da für Chancen kaputt macht im Moment. Ein Heer von diesem Drogenentzug, ich weiß nicht, wie das in dieser Klinik da gehandhabt wird, wäre sicherlich auch für ihn sehr gut, wenn der in eine gute psychotherapeutische Hand käme. Da ist ja einiges wahrscheinlich bei ihm im Argen, was du vielleicht auch gar nicht so durchblickst oder ihr nicht durchblickt, was da los ist. Mhm. Er hat sich ja auch emotional völlig verschlossen. Mhm. Ne? Mhm. Und die Klinik, die hatten wir auch unter den Gesichtspunkten ausgesucht, das hatten wir mit der Drogenberatung uns abgesprochen, welche Klinik dafür zuständig ist, die auch diese psychologische und tiefenpsychologische Betreuung machen. Also ich merke schon, dass ihr euch da wirklich Mühe gegeben habt und Mühe gibt. Ihr haltet es durch. Ja, und wenn er kommt, dann haltet die Tür nur unter der Bedingung auf, dass er auch seinen Hintern hochkriegt. Ja. Und bleibt da wirklich hart. Das machen wir auch. Also wir haben jetzt schon so viel durchgestanden. Ich denke mal jetzt, das geht so dem Finale zu, sag ich mal irgendwie, ne? So mit ihm, dass es bei ihm mal Klick macht. Und das hoffen wir halt einfach. Und das wünsche ich euch und ich wünsche es dir und ihm und eurer Familie von Herzen, dass es klappt. Danke, Domian. Alles Gute, Heike. Okay, ich danke dir. Auf Wiederhören. Ja, ciao. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Wir sind wieder da, live hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen mit unserer Telefon-Talkshow. Und wir haben wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themennacht. Also ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Helga und Helga ist 61 Jahre alt. Hallo Helga. Hallo Domian. Hallo, grüße dich. Darf ich so schnell rankommen, hätte ich nicht Na gesagt. Siehst du, so geht das bei uns hier. Thema Papst. Thema Papst. Ich habe ganz spontan diese Mail geschrieben, weil ich dich eben bei Maischberger erlebt habe. Und wollte mich bei dir bedanken für die doch etwas kritische Äußerung, weil ich genauso denke. Und ich habe geschrieben, dass ich das, was da jetzt abläuft, als Personenkult und Massenhypnose empfinde. Mhm. Das stößt mich fast ab. Bist du Katholikin? Nein. Nein. Wie hast du denn, bist du gläubig? Bist du eine Christin? Ich sage von mir, dass ich gläubig bin. Mhm. Ich sage von mir, dass ich Christin bin, obwohl ich aus der Kirche ausgetreten bin, aber das trenne ich von mir. Bist du aus der evangelischen oder aus der katholischen ausgetreten? Aus der evangelischen. Aus der evangelischen. Wie hast du denn so in den letzten Jahren oder zu Lebzeiten diesen Papst gesehen und erlebt? Also ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel habe ich mich damit nicht befasst, aber habe eben seine Einstellung mitbekommen zum Thema Verhütung. Frauen. Und. Und das regt mich tierisch auf. Mhm. Jetzt wird er hochgejubelt und dann hörst du also in den Medien, er hat die Welt verändert. Wo denn bitte? Mhm. Hätte er sich dazu ganz konkret geäußert und hätte da etwas getan, dann hätte er in meinen Augen ein Stück die Welt verändert. Also das finde ich ja auch, das habe ich vorhin bei Maischberger ja auch gesagt, dass er da in meinen Augen völlig versagt hat und seine Macht eben nicht genutzt hat. Ja. Sein genau. Einfluss. Aber man muss korrekterweise auch sagen, was ich ja sehr, sehr toll an ihm fand, ist, dass er sich so rigoros gegen den Irakkrieg gestellt hat. Und selbst als Bush noch bei ihm war, hat er gesagt, nein. Neulich habe ich einen Kommentator irgendwo in einer Fernsehsendung gesehen, der sagte, wenn man die beiden vergleicht, den amerikanischen Präsidenten und den Papst, dann ist der Papst insofern glaubwürdiger, weil er rigoros immer für das Leben eintritt. Ja. Und eben auch gegen die Todesstrafe ist. Mhm. Und der amerikanische Präsident eiert so hin und mal so, dann spricht er sich für die lebensverlängernden Maßnahmen aus, unterschreibt aber Todesurteile und setzt Menschen auf den elektrischen Stuhl. Möchte mich jetzt über den Sender nicht zu Herrn Bush äußern. Ja, ich höre schon. Ja, aber ich habe auch vorhin im Fernsehen die gesehen, was da in Rom los ist. Also ich bin auch ehrlich gesagt fassungslos, was für eine, ich sage jetzt mal, ohne die Menschen beleidigen zu wollen, die das tun, aber es hat für mich auch wirklich so einen massenhysterischen Ansatz. Ja.
Also man kann ja den Mann verehren und man kann ihn toll finden, aber müssen denn nun alle dahin pilgern und mit ihren kleinen Handykameras den Leichnam auch noch fotografieren? Ich finde das abstoßend. Also, er hat sicher ein würdiges Begräbnis verdient. Ja, okay. natürlich, gar keine Frage. Aber was da abläuft, stößt mich ab. Mhm. Und wenn jetzt Katholiken zuhören und sich getroffen fühlen von meinen Äußerungen, dann tut es mir leid, aber das ist meine Meinung. Das ist ja auch nicht persönlich gemeint auf die katholischen Gläubigen, was du gesagt hast. Es geht jetzt nur auf deine Meinung bezüglich dessen, was da gerade abgeht. Im Übrigen mache ich mir auch große Sorgen, dass oder ob nichts passiert in Rom. Die Stadt erwartet 4 Millionen Besucher. Ja. Ja. Die Sicherheitsbehörden sind vollkommen überlastet. Sind völlig überfordert. Mhm. Wenn da irgendeine Bombe hochgeht oder irgendetwas, man wagt gar nicht drüber nachzudenken. Nee, lieber das, nicht. Mhm. Ja. Aber wir werden noch sehr, sehr viele Fernsehbilder sehen, bis die Beerdigung stattgefunden hat und dann, wenn der neue Papst gewählt wird. Ja. Also es wird noch lange dauern, wieder Normalität. Ja. Es ist natürlich ein wahnsinniges Medienspektakel. Was vielleicht sind auch die, das sagte gestern sagte Reinhard Fendrich in der Sendung vorhin auch, dass das natürlich so ein durch die Medien auch so hochgepusht wird. Ne? Mhm. Man kann ja durch keinen Fernsehkanal mehr kommen, ohne. Das ist furchtbar. Nur noch Papst. Ich meine, gut, wir werden dank dieser Medien super informiert, aber ich meine, ein bisschen besser dosieren könnte man. Ich will dir was sagen, Helga. Ich sitze ja hier nur auch in der größten Medienanstalt Europas. Mhm. Und wir machen teilweise das ja hier auch mit. Aber ich finde, dass bei allen Großereignissen, sowohl jetzt der Tod des Papstes oder auch die Tsunami-Katastrophe oder beim 11. September, finde ich, gibt es zurzeit den Trend zur Überberichterstattung. Ja. Ne? Ich finde, natürlich muss man das journalistisch aufbereiten, aber irgendwo ist auch mal gut. Und man muss es auch nicht. Irgendwann ist, ne? Wenn wir uns mal vor Augen halten, wie oft haben wir alle die Bilder gesehen, wie die Flugzeuge in das World Trade Center rasen? Ja. Wir haben so oft gesehen, dass wir es gar nicht mehr sehen können. Irgendwann konntest du, hast gar nicht mehr hingeguckt. Ja, so sehe ich es auch. Ja. Jo, Helga. Ja. Schön, dass wir haben miteinander plaudern können. Domian, ich fand das auch toll. Die meisten sagen zu dir, ich finde dich toll, mach deine Sendung so weiter, finde ich super. Ich sag dir etwas anderes. Ja. Eben bei Maischberger, ich fand dich so super, dass ich dich wahnsinnig gerne mal so in unserem Freundeskreis hätte und eine ganze Nacht klönen über diverse Dinge. Du bist super. Das finde ich sehr nett von dir. Sehr schönes Kompliment. Okay. Liebe Helga, alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unsere Woche beginnt wieder ganz normal und seit einem halben Jahr gehört ja auch zu der Woche der Samstag. Und Samstag heißt bei Domian Promi-Besuch. Diese Woche Samstag ist mein prominenter Gast im WDR-Fernsehen Hans Meiser. Und wenn ihr euch gerne mit Hans Meiser auch unterhalten wollt, ihr kennt das ja schon, ihr wisst ja, was ihr da machen müsst, dann solltet ihr mailen unter domian@wdr.de mit eurer Telefonnummer oder eben am Samstag auch anrufen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Die Sendung beginnt diesen Samstag um 23.45 Uhr. Promi-Besuch bei Domian mit Hans Meiser. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen und euch mit Hans Meiser, dem ganz großen Talker, man muss sich ja mal vorstellen, Hans Meiser ist der erste in Deutschland gewesen, der den Täglich-Talk eingeführt hat und war, die ganzen ersten Jahre in den 90er Jahren, bis die Sendung dann zu Ende war, einer der ganz großen Talker und ist jetzt immer noch sehr erfolgreich bei RTL mit Notruf und eben als Produzent auch sehr erfolgreich. Hans Meiser am Samstag bei mir, Martina, 39 Jahre. Hallo Martina. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist ein wenig, ich bin in einer ziemlich verzwickten Lage. Ja. Um was geht's? Am 18.03. hat mein Lebenspartner einen Herzinfarkt erlitten. Wie alt? 50. Ja. Und das war für mich sehr, sehr schlimm, weil wir eine sehr, sehr tiefe seelische Bindung haben. Wir sind praktisch nie getrennt gewesen. Mhm. Und ich habe also bitterlich am Bett geweint bei ihm. Er hat mitgeweint. Es war eine ganz scheußliche Situation. Das heißt, Herzinfarkt, wie schwer erkrankt ist er danach? Jetzt geht's ihm wieder gut, weil er war zu Hause und auf einmal wurde ihm schlecht. Und er hat mir gesagt, du, mir geht's ganz komisch und hat sich mehrmals erbrochen. Mhm. Und dann hat
habe ich gesagt, das gucke ich mir nicht länger mit an. Zwischendurch ging es ihm dann besser. Mhm. Aber dann habe ich einfach den Hausarzt angerufen. Mhm. Und der hat gesagt, ja, der hat mich auch ganz schlecht verstanden, weil der hatte eine Weiterschaltung per Handy gehabt. Und das war immer unterbrochen zwischendurch. Und dann hat er gesagt, er soll bitte in die Praxis kommen. Er ist tatsächlich noch mit dem Auto losgefahren. Ach du Jod. Ja, und der war kaum in der Praxis angekommen. Also da zusammengebrochen. Mhm. Also er wurde mit dem Rettungswagen weggefahren und der Arzt hat mich dann angerufen und hat mir das mitgeteilt und ich war fix und fertig. Mhm. Ja, jedenfalls... das war am 18.03. sagst du, war das. Mhm. Und ich war, also ich würde für ihn alles tun. Das ist also meine große Liebe. Wie lange seid ihr zusammen? 14 Jahre. 14 Jahre, genau. 14 Jahre. Mhm. Und ja, nur das ist Folgendes, ist passiert danach. Ich habe dann also, wie man das so macht, das Handy lag auf dem Nachttisch. Und das habe ich dann genommen und wollte es aufladen, einfach so. Mhm. Und auf einmal piepte das und dann waren SMS drauf. Mhm. Und eindeutige SMS von einer Frau, die ihm schrieb, hallo, mein Hase, wann sehen wir uns wieder? Ich vermisse dich, ich liebe dich. Und das heißt, er lag im Krankenhaus, das Handy war bei euch zu Hause. Mhm. Und da hast du das gelesen, mein Hase, ich vermisse dich. Ja, und das war... Was hast du noch gelesen? Das waren mehrere ähnliche und ich habe dann also in dem Moment, da ging immer mehr also alles kaputt irgendwo. Da war sofort klar, der hat eine andere. Ja, nehme ich an. Was soll man auch anders denken? Wie viele SMS hast du bekommen oder gelesen? Halb vier Stück waren das. Hast du darauf reagiert? Nein. Nee. Hast du ihm was gesagt? Ich bin im Krankenhaus, nein, habe ich nicht, weil das ist ja auch jetzt die Situation, wie soll man da jetzt mit umgehen? Mhm. Jetzt nochmal zu seinem Gesundheitszustand. Das ist ja nur alles noch gar nicht so lange her, 18.03. Wie ist er schon zu Hause wieder? Ja, er ist schon zu Hause. Ist zu Hause. Wie geht es ihm? Es geht ihm körperlich gut. Ja. Mhm. Und du hast ihn seitdem nicht darauf angesprochen? Nein. Merkt er denn nicht, dass du distanziert, dass du, ja, ne? Ja. Das muss doch für dich schon ganz, ganz schwierig gewesen sein, dann ins Krankenhaus zu gehen und dann an seinem Bett zu sitzen. Stimmt. Das war erstmal die Situation dieses Herzinfarkts und dann noch dazu, ich habe gedacht, was kommt noch? Mhm. Und dann erfährt man das dann auch noch. Vor allen Dingen würde ich an deiner Stelle jetzt wirklich wie ein Wahnsinniger grübeln. Wer ist das? Wie lange läuft das schon? Was ist das für eine Beziehung? Aber das Komische ist, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es so ist, weil er hatte eigentlich gar keine Zeit zu, weil wir fast immer zusammen sind. Der arbeitet, kam nach Hause, wir waren nur zusammen. Er arbeitet, da haben wir es doch schon. Es könnte jemand von der Arbeit sein, oder? Ich weiß nicht. Also wenn ihr immer so viel zusammen seid, musst du dir überlegen, wo sind wir nicht zusammen? Ihr seid nicht zusammen, wenn er arbeitet. Das ist richtig, aber das ist ja schon ein bisschen sehr weit gegriffen. Aber na gut, doch, es gibt alles möglich, ja. Doch. Mm. Es gibt die verrücktesten Konstellationen, wo Leute irgendwas vortäuschen, was sie machen. Und so, jetzt ist er zu Hause, ihm geht es einigermaßen gut, oder sehr gut sogar schon wieder. Ja. Mm. Warum hast du ihn noch nicht darauf angesprochen? Weil ich Angst habe, dass dann wieder was passiert. Vielleicht, dass es dann zu einem Eklat kommt und dass dann ein zweiter Herzinfarkt vielleicht eventuell folgen könnte. Also auf volle Konfrontation zu gehen, das... Weiß nicht. Aber es kann ja auch nicht so weiterlaufen. Nee. Wie ist denn der Genesungsprozess? Aber weißt du, das ist auch, ich kann es mir auch irgendwo deshalb nicht, oder will es mir nicht vorstellen, weil er so total lieb ist. Und er auch irgendwie, der hat auch bitterlich mit mir zusammen geweint im Krankenhaus. Wie kann man denn dann, das geht doch gar nicht, er kann doch nicht, das kann ich mir nicht. Aber das gibt es alles. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich liebe zwei Menschen. Und es kann ja sein, dass der dich wirklich sehr liebt und... Doch, das weiß ich, das spüre ich auch. Und also das ist noch nicht der Beweis, dass der sehr nett zu dir ist noch nicht der Beweis, dass der nicht eine andere auch hat. Man weiß auch gar nicht, was das für eine Konstellation ist. Aber ich frage jetzt nochmal, aufgrund der SMS, die du gelesen hast, ist ganz eindeutig klar, es handelt sich irgendwie um eine Affäre. Mhm. Da gibt's das kann man nur ganz leicht, das ist ja so, da muss man nicht viel zusammenrechnen. Also. Und es handelt sich um eine Frau. Ist da ein Name aufgetaucht? Nee, aber ich kann mit, ein Mann ist es da mit Sicherheit nicht, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das glaube ich eher weniger. Also. 14 Jahre zusammen, sagst du, und die Beziehung eigentlich läuft bisher toll. Ja. Auch sexuell? Alles, ja. Und darum... Aber manchmal nimmt man... Das ist ja das Dramatische in Beziehungen, dass ein Teil manchmal die Realität, die gesamte Realität nicht wahrnimmt. Vielleicht ist da auch irgendetwas zwischen euch beiden oder bei euch beiden, was du gar nicht so wahrnimmst, aber er wahrnimmt und ihm Probleme bereitet hat und deshalb sucht er irgendwie einen, ja,
ein Zusatz hier. Es gab Streitereien, aber das ist wie bei jedem anderen auch. Also, guck mal, so belanglose Dinge. Wie oft höre ich das hier, oder ich habe es auch schon privat erlebt, dass man plötzlich da steht und denkt, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Das kann einfach nicht sein. Es war doch vorher so und so und so und ich habe auch gar keine Anzeichen erlebt oder irgend sowas. Nein. Aber es gibt es dann eben doch. Ja, aber das verstehe ich eben nicht, wenn man so an einem Menschen hängt. Tja. So, jetzt nochmal die Frage, wie ist der Genesungsprozess fortgeschritten? Sehr gut. Also würdest du sagen, das hast du ja schon so erklärt, würdest du sagen, dass er richtig gesund wieder ist oder ist es noch... Also als er entlassen wurde, hat der Arzt gesagt, das Herz wäre praktisch, da sieht man, also wenn er das nicht genau wüsste, dass das ein Herzinfarkt war, würde man es überhaupt, er hat das so einen Ultraschall gemacht, dass man das nur ganz winzige Stelle sieht man da. Und das war so. Nur das Rauchen, das hat er sofort aufgegeben. So, dann finde ich, da er ja offensichtlich als mehr oder weniger geheilt oder als geheilt entlassen worden ist, finde ich, dass du behutsam dieses Thema ansprechen solltest. Mhm. Ich finde, dass du versteckst dich jetzt auch ein bisschen hinter der Angst, dass ihm was passieren könnte, ne? Ja, weil du natürlich auch Angst hast vor dem Gespräch, ist mir völlig klar. Ganz ehrlich, irgendwo auf eine gewisse Art möchte ich am liebsten die Augen verschließen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Aber ich sag dir, die wirst du nicht verschließen können. Das ist jetzt, du hast jetzt eine Information im Kopf, die wirst du auch nicht mehr los. Mhm. Und ich würde schon dafür plädieren, dass du das Gespräch suchst. Vielleicht findet sich eine Lösung. Vielleicht findet sich ein Weg, dass dieses bereinigt werden kann. Aber dafür muss man erstmal wissen, was da los ist, ja, und was da vorgefallen ist. Da habe ich wahnsinnige Angst davor, was wird dann passieren. So, wenn du es aber nicht jetzt besprichst, hast du es immer im Kopf. Und immer im Kopf. Du wirst es nicht verdrängen können. Ich denke ja nichts anderes. So, eben, genau. Und auf Dauer wird das eure Beziehung kaputt machen. Deshalb würde ich jetzt das Risiko eingehen, vielleicht auch schlimme Sachen zu erfahren und mir selbst den Schmerz auch antun. Aber immerhin liegt da die Chance drin, dass das Ganze neu aufgerüttelt wird und vielleicht, dass ihr beide einen wirklichen Neuanfang auch findet. Ich habe eben schon zu deinem Mitarbeiter gesagt, die Situation ist jetzt auch die, wir haben eine Wohnung auf 2 Etagen, er sitzt unten, er guckt auch Fernsehen. Es könnte ja eventuell sogar passieren, dass er selbst und das dann... Das ist natürlich für ihn auch eine sehr bizarre Situation. Ne? Plötzlich schon, hört er seine Partnerin sprechen und erkennt sie. Aber auf eine gewisse Art habe ich auch gesagt, habe ich es vielleicht sogar provozieren können. Das machen manche Leute hier bei mir, die auf diese Art und Weise sich dann mitteilen wollen, weil es einfacher ist, als jemandem gegenüber zu sitzen und dem das zu sagen. Ist ja auch legitim, ist ja auch in Ordnung. So, wenn er das aber jetzt nicht unten geguckt hat und gehört hat, dann finde ich, du musst es ja nicht gerade heute Nacht noch machen, aber in den nächsten Tagen solltest du dir ein Herz fassen und es ansprechen. Ja klar, es muss her. Das ist, es wird dir gut tun, sage ich dir. Wenn du auch erstmal Angst hast und wenn du auch erstmal vielleicht Schmerzen hast, wirst du ertragen müssen. Aber letztendlich wird es gut sein. Also ich will dir ganz ehrlich was sagen. Ich könnte mir ein Leben ohne diesen Menschen überhaupt nicht vorstellen, weil ich glaube, ich bin der Meinung, dass ganz selten solche tiefen seelischen Bindungen gibt. Die ist einfach da. So, da musst du jetzt auch was dafür tun. Das heißt, du musst das Risiko jetzt eingehen und ihn ansprechen. Vielleicht, du bist ja auch bereit, ihm zu vergeben, ne? Das höre ich ja schon raus. So. Und vielleicht ist das wirklich dann auch nochmal ein ganz toller Neuanfang. Aber ich würde auch kämpfen bis zum Letzten. Ja. So, Martina, du suchst, wenn er jetzt dich gleich nicht anspricht, dann suchst du morgen das Gespräch. Oder übermorgen. Ja. Ja? Ja, es ist schwer, aber ich... Ich finde, es führt kein Weg daran vorbei. Es gibt keine Alternative. Die Alternative ist Verschweigen, in sich hineinfressen und es hat seine negativen Auswirkungen auf eure Beziehung mit 100%iger Sicherheit. Mhm. Alles Gute. Vielen Dank. Liebe Martina, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon und diese Nummer wählen. Und hier ist die Juliane und Juliane ist 18 Jahre alt. Hallo Juliane. Hallo Domian. Grüße dich. Was ist dein Thema? Ich habe mich in meine beste Freundin verliebt. Ach du liebe Zeit. In die beste Freundin. Ja. Du bist 18 und wie alt ist sie? 20. 20. Und wie lange seid ihr schon beste Freundinnen? 3 Jahre. Mhm. Wobei, also sie ist meine beste Freundin, aber ich bin nicht ihre beste Freundin. Ach so. Also sie sagt, bei ihr sind alle gleich. Gibt's doch gar nicht. Ja, sagt sie. Ich meine, ich habe auch eine Zeit lang gesagt, ich habe keine beste Freundin, weil ich halt von einer ehemaligen besten Freundin arg enttäuscht worden bin. Ja.
Bist du gerade dabei, dich, oder hast du dich gerade zum ersten Mal in eine Frau verliebt oder kennst du das Gefühl schon? Naja, ich hatte mal, also als Kind so, weiß nicht, da hatte ich mal was mit meiner Cousine, aber. Aber nur so Kindereien? Ja, so 12, ja. Keine Ahnung. Also das kann man nicht richtig zählen, aber sonst ist es schon das erste Mal. Und hattest du auch schon eine Beziehung zu Jungs? Mhm. Noch nicht? Aber ich war auch schon in Jungs verliebt. Also. Ja, aber so sexuelle Erfahrungen noch nicht gemacht mit Männern? Ja, so ein bisschen in der Disco halt, aber halt mehr so oberflächlich. Knutschmäßig. Jo. Ja. So, seit 3 Jahren kennst du jetzt die junge Dame. Ja. Und hast du dich damals auch schon in die verliebt und hast es dir nur nicht zugestanden? Oder ist jetzt irgendwas passiert, wo du sagst, boah, die ist es? Ich weiß nicht, also damals auf jeden Fall nicht, aber es gab da vor einem Jahr schon mal eine Situation, wo ich jetzt im Nachhinein nicht weiß, ob es da nicht schon war und ich es mir einfach nicht eingestehen wollte. Hat man manchmal, ne? Dass man das dann verdrängt und... Ja, das war so komisch, also... Durch was hast du es denn jetzt wirklich gemerkt? Ja, es ist jetzt so, wir sind uns dabei, uns voneinander irgendwie total zu entfernen. Warum? Ich weiß es nicht. Wir haben normalerweise, dass wir eigentlich einmal die Woche oder so mindestens telefonieren. Mhm. Und sie ruft nicht mehr an. Und sie hat auch nie mehr Zeit. Und wenn ich anrufe, ist sie angeblich nie da. Ja. Ich glaube ja, dass sie sich verleugnen lässt, aber ich weiß halt nicht. Wie, und dadurch hast du jetzt angefangen, dich noch mehr in sie zu verlieben? Dadurch, dass sie sich entzieht? Ich merke, dass sie mir nicht nur als beste Freundin fehlt. Also. Also das ist, Aber ich halte nochmal fest. Dadurch, dass sie auf Distanz geht, wird dein Verliebtsein mehr Ja, irgendwie schon. Angetrieben. Wobei das auch, also auch wenn sie da ist, war das schon mal so. Aber da habe ich das immer auf irgendwelche... So, jetzt ist natürlich die ganz entscheidende Frage, warum zieht die sich zurzeit zurück? Warum? Ich weiß es nicht. Hat die irgendwas gewittert, dass du vielleicht mehr von ihr willst als nur Freundschaft? Das glaube ich nicht, weil dann hätte es vor einem Jahr schon gewittert. Also, ja. Weil da... Also könnte es sein, dass die ganz einfach auch nicht so brennend nicht mal an der Freundschaft interessiert ist? Ja, scheint so. Ich weiß nicht. Also früher haben wir uns jeden Tag gesehen und jetzt... Wohnt ihr in der Nähe? Ja, sie wohnt mit dem Zug eine halbe Stunde weit weg. Ja. Aber das war früher kein Problem mehr, und ich trotzdem eigentlich jeden Tag gesehen. Ja. Bist du noch Schülerin? Mm-mm. Nee. Ich mach grad gar nichts. Du machst gar nichts. Und sie? Sie arbeitet in der Firma von ihrem Vater. Ach so. Mhm. Also die ist tagsüber beschäftigt. Ja, das schon. Jetzt hast du natürlich extrem schlechte Karten. Ne? Hört sich im ersten Moment alles sehr, sehr, sehr schwierig an. Die zieht sich von dir zurück, kein Mensch weiß warum. Das heißt, die ist überhaupt nicht an einem großartigen Kontakt interessiert. Geschweige denn, scheint die heimlich in dich auch verknallt zu sein. Ja, aber vielleicht zieht sie sich ja auch zurück, weil sie sich das nicht eingestehen will. Ich meine, das kann ja auch sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist voll blöd für mich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mit ihr umgehen soll. Weil ich habe jetzt vorhin gerade heute Abend noch mit ihr, also hat sie angerufen und dann hat sie direkt wieder eine Ausrede gefunden, warum sie keine Zeit hat. Mhm. Also das heißt, wenn ihr dann schon mal miteinander telefoniert, ist das auch nicht so eine dolle Atmosphäre. Ja, dann sagt sie immer, ja, ich habe nur 2 Minuten und dies und das und Essen auf dem PR. Also da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat die überhaupt keinen Bock mehr auf dich und du gehst ja auf die Nerven. Ja, aber dann kann sie es mir ja auch sagen. Ja, das traut man sich aber auch nicht so. Ja, aber wir haben halt abgemacht, dass wenn wir das Gefühl haben, dass die Freundschaft nichts mehr bringt oder so, dass wir uns das sagen. Warum fragst du sie nicht ganz einfach? Sag mal, was ist los? Wieso bist du immer so kurz angebunden? Sag mir mal die Wahrheit. Weil sie immer nur Ausflüchte liefert. Ich meine, das habe ich schon voll oft gemacht und dann kommt von ihr immer nur, ja, es ist halt so und ich habe halt gerade Stress und so. Hast du sie konkret gefragt, ob sie noch an einer Freundschaft interessiert ist? Ja, so indirekt. Nee, du musst sie direkt fragen. Ja, das war halt, ich finde, in so einer Situation, wie lange geht das jetzt schon so, dieses kurz angebunden sein? 3-4 Wochen. Immerhin, das ist sehr viel, ne? Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Wenn man mal ein paar Tage nicht so kann oder so, ist auch noch verständlich. Aber 3-4 Wochen ist schon viel. Da musst du ihr sagen, pass mal auf, mich irritiert das völlig. Irgendwas ist in der Luft. Sag's mir bitte, ich verkrafte das, aber ich möchte es einfach nur wissen. Das habe ich ihr schon voll oft und das hatten wir auch schon öfters mal. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, dass die anderen halt, also sie hat eben noch mehr Freundinnen und dass da eben andere einen höheren Stellenwert, dass das für mich auch okay ist, solange sie mir das halt sagt. Mhm.
Und dann hat sie immer gesagt, nein, das ist nicht so und ihr seid mir alle und ihr bedeutet mir alle gleich viel und... Ja, aber dann musst du ihr sagen, dann bleibt dir ja auch gar nichts anderes übrig, als dass du dich etwas zurückziehst. Ich glaube ihr das ja auch nicht. Ich glaube ja, dass da ein Grund hintersteckt. Ja, ich habe halt Angst, dass sie vielleicht doch was gewittert hat oder... Mhm. Ich weiß es nicht. So, also ich würde jetzt in folgender Weise vorgehen. Ich würde nochmal und noch klarer sie um eine Stellungnahme bitten. Nach dem Motto, ich habe es ja schon so oft versucht, aber irgendwie finde ich es unbefriedigend, was du sagst. Mhm. Und ich habe auch keine Lust, immer zu hinter dir her zu telefonieren. Mir liegt an dir sehr viel, aber du verhältst dich für mich befremdlich. So war das früher nicht. Früher sind wir anders miteinander umgegangen. Sag mir bitte die Wahrheit. So, wenn das auch wieder nicht nutzt. Ja. Dann würde ich, wenn du immer noch in Liebe brennst und ganz verrückt bist nach dem Mädel, dann ja. würde ich dir die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, ich bin im Moment so mit dem Gedanken am Spielen, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Also sie ist ja auch seit 4 Wochen, haben wir uns gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und jetzt habe ich halt bin ich die ganze Zeit im Überlegen, ob ich sie halt anrufe und er sagt, ich muss ganz dringend mit ihr reden und ich kann jetzt nicht am Telefon und so. Mhm. Und dass sie dann halt herkommt und das halt im direkten Gespräch das nochmal anzusprechen, wie das im Moment läuft. Und einerseits will ich ihr auch sagen, dass ich mehr will und andererseits traue ich meinen eigenen Gefühlen ja nicht. Ich meine, vor 2 Monaten war ich noch in irgend so einen Typ verknallt. aber jetzt bist du in sie verknallt. Ja, aber und ich... Du hast Sehnsucht nach ihr. Ja, aber das ist auch so komisch. Ich meine, das ist vor einem Jahr diese Situation. Das war halt, ich habe mich zum ersten Mal selber, naja, egal. Und, Wie, du hast dich zum ersten Mal selber befriedigt? Ja. Ja, ist okay. Damit kann ich bis heute nicht umgehen, aber ist egal. Warum nicht? Weil schämst du dich? Mir hat zwar alle Welt gesagt, das wäre normal, aber irgendwie halte ich nicht so ganz für normal. Ich finde es schon normal. Hat es dir denn was gebracht? Ja, klar. Ja, und machst es seitdem auch öfters und regelmäßig? Ja, ist doch wunderbar. Gratulation. Ja, aber na hallo. Warum ist es nicht normal? Ich weiß nicht. Und da hatte ich eben auch mit ihr damals drüber gesprochen. Sie hat immer nur gesagt, und das ist eklig. Ach. Und seitdem rede ich mit ihr da halt nicht mehr drüber. Mhm. Und wenn die schon sagt, das ist eklig, dann ist die aber auch komisch drauf. Ich meine, aber die hat ja auch schon mal was mit einer Frau gehabt. Hat sie? Ja. Also da war sie zwar auch noch jung, also 14, 15, aber trotzdem. Ist sie denn im Moment solo oder hat sie einen Freund? Die hat einen Freund, aber ich glaube, das ist eine Alibi-Beziehung. Also, warum Alibi? Ich weiß nicht, die wohnen 2 Kilometer voneinander entfernt, ja, und sehen sich einmal in 4 Wochen. Klingt auch komisch. Ja. Klingt alles merkwürdig. Ich finde deinen Plan ziemlich schlau, zu sagen, komm, lass uns unter 4 Augen reden. Wir müssen reden. So wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und dann kannst du ja, ich würde das so machen an deiner Stelle, ich würde in dem Gespräch entscheiden, wie weit ich mich öffne und zeige. Wenn du merkst, dass du der völlig an allem vorbeigehst, dann würde ich mir die Blöße nicht antun und der noch eine Liebeserklärung machen. Ja, aber die weiß ja auch, dass ich auf sie angewiesen bin. Inwiefern? Ja, ich habe nicht viele Freunde. Ich habe nur sie und noch eine andere Freundin. Ja. Und ansonsten habe ich niemanden. Und das weiß sie. Und ich habe das Gefühl, da ruht die sich auch so ein bisschen drauf aus. Mhm. Gut, dann du darfst aber nicht in der Bettelhaltung sein. Ja, das bin ich aber. Ja, das ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist immer schlecht. Dann wirst du es eben auch aushalten müssen, wenn du sie nicht mehr hast. Und dann wirst du auch weiterleben. Und irgendwann wirst du andere Leute kennenlernen. Dann wird das eine harte Zeit werden, aber das geht auch. Du darfst nicht betteln und du darfst nicht klammern. Da machst du dich so klein und da machst du dich völlig unattraktiv für die Frau. Mhm. Du musst eine klare Position haben und du musst sagen, ich will wissen, was los ist. Und je nachdem, wie die reagiert, machst du dir eine Liebeserklärung. Aber entscheide es wirklich in dem Moment, so würde ich es dir raten. Aber das ist halt auch, also ich weiß nicht, weil vor einem Jahr habe ich ihr mal ziemlich deutlich was gesagt. Okay, da hatte ich auch ein bisschen was gebechert. Und das war eben, nachdem ich mir da das zum ersten Mal halt gemacht habe. Und dann hatte ich sie hinterher eben angerufen, ihr das erzählt und so. Und dann später war es halt so, dass ich mich in einen Jungen verliebt habe. Und ich habe auch noch nie einen Junge irgendwie mit, also damals hatte ich noch nie einen Junge mit Zunge geküsst. Mhm. Und hatte dann halt zu ihr gesagt, so ja, und in Filmen, da zeigt das einem doch immer die Freundin oder macht das mit dir, um das rauszukriegen, wie das geht und so. Und dann hat sie immer gleich gesagt, mach ich nicht. Mhm. Und dann war ich eben eine Nacht ziemlich angeheitert. Und hatte sie dann angerufen und hat gemeint, hey, ich will mit dir schlafen, so ungefähr. Hey, dann bist du aber doch schon ziemlich rangegangen. Vorhin aber da war ich ja auch besorgt. Ja, aber ist doch völlig egal. Ich habe dich vorhin gefragt, ob die irgendwie eine Ahnung hat. Dann hat die aber verdammt normal eine Ahnung. Ja, aber das ist ja ein Jahr her. Egal.
Also, vielleicht kommt ja sogar in dem Gespräch raus, dass die sich irgendwie bedroht fühlt von dir. Ich weiß. Das kann ja sein. Deswegen, du musst mit ihr reden. Du musst unbedingt mit ihr reden. Vielleicht hat die wirklich überhaupt keinen Bock auf irgendeine Sexualität mit dir, was ja okay ist. Ja, ja. Und wenn es aber ausgesprochen ist, dann kannst du überlegen, ob du mit ihr weiter eine normale Beziehung aushältst, ob du das möchtest. Oder ob du dann sagst, nee, dann lass es uns erstmal ganz sein lassen alles. Ja, aber bei uns ist das ja sowieso komisch, weil wenn wir in der Stadt zusammen sind oder so, ja, dann tun wir immer so, als wären wir ein Paar. Es wird immer verwickelter, ne? Das ist... Das war vor 2,5 Jahren oder so. Da sind wir Hand in Hand aus der Bahn ausgestiegen, weil die Bahn war ziemlich voll und wir wollten uns nicht verlieren. Und dann kam ein kleiner Junge zu uns und hat gefragt, hey, seid ihr lesbisch? Ja. Und dann hat sie ganz spontan ja gesagt. Ja, aber so Spielchen kenne ich auch von Hetero-Freunden. Aber wir machen uns einen Gau draus. Wir gehen immer durch die Stadt, Arm in Arm, Händchen halten, tralala. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß du es nicht. Du musst mit ihr reden. Du musst Tacheles mit ihr reden. Mhm. Und dann musst du unter Umständen in der Situation, wirst du dich outen und wirst sagen, pass auf, ich bin total verknallt in dich. Ich befriedige mich selbst und ich bin verknallt in dich. Ja, das schockt mich ja gerade so, dass ich bei der Selbstbefriedigung an sie denke. Ja, siehst du. Also, du redest mit ihr, Julia. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Mein Promigast am Samstag ist, genau, Hans Meiser. Hans Meiser ist mein Gast am Samstag im WDR-Fernsehen um 23:45 in tiefer Nacht. Nee, so tief ist es ja noch nicht. Sagen wir am späten Abend. Und ihr könnt wie immer mitmachen und anrufen und euch auch mit Hans Meiser über dies und das und jenes unterhalten und mit ihm reden und streiten, ihn befragen, was immer ihr auch wollt. Ihr könnt euch auch schon anmelden, wenn ihr gerne mitmachen möchtet, unter domian@wdr.de. Hier ist Hansi. Hansi ist 32 Jahre alt. Hallo Hansi. Hallo Domian, ja, grüße dich. Hansi. Nicht Hansi Meiser, Hansi Peinemann. Ja, heißt du wirklich Hansi? Nee, ich heiße Hans. Hans. Ich werde nur von allen Hansi genannt. Dann sage ich auch Hansi zu dir. Das wäre mir ganz lieb. Ja. Ich habe was ganz Durchgeknalltes gemacht. So, erzähl. Ich habe 81 Stunden Karaoke gesungen. 81 Stunden Karaoke? Ja. Wie viele Tage sind das? 3 Tage und 9 Stunden. An einem Stück? An einem Stück durch, ja. 81 Stunden? Jawohl. Kann ein Mensch das? Ich bin ein Mensch. Aber man ist man nicht irgendwann so müde, dass man zusammenklappt? Das ist halt eben das, warum ich dich angerufen habe, weil ich habe dort echt Phänomene erlebt. Phänomene, erzähl. Ich war die letzten 6 Stunden in einem Art Wachkoma. Trance-Zustand. Trance-Zustand, absolut. Ich habe mir da irgendwie meine eigene Welt aufgebaut. Bevor du das erzählst, die äußeren Umstände bitte noch genauer. Wo hast du das gemacht? Wo hast du gesungen? Gerrit Karaoke Club, das ist ein Karaoke Club in Bremen-Walle. Ja. Und da bin ich DJ. Ja. Und da habe ich aufgelegt und musste mir halt eben die anderen Sänger immer reinfahren. Und hab mir halt gesagt, so, jetzt ist gerade so ein Guinness-Buch-Rekord. Genau, das wollte ich fragen. Also das war so ein Guinness-Buch. Das war ein Guinness-Buch-Rekord, genau. Das heißt, du stehst jetzt im Guinness-Buch? Noch nicht. Ich habe das jetzt gerade angemeldet und alles weggeschickt und jetzt warte ich auf die Antwort. Achso, war da wie ist das? Kommt dann irgendwann ein offizieller Vertreter von Guinness oder wie die immer heißen? Nee, das ist ja nur ein Verlag. Guinness World Records ist nur ein Verlag. Aber es muss da irgendeiner oder muss da ein Rechtsanwalt, ein Notar das bescheinigen, dass das so lange gedauert hat? Oder wie beweist man das? Du könntest ja alles Mögliche jetzt dahin schicken. Richtig, Zeugen muss man haben, die irgendwo schon, also Medienpresse muss anwesend sein. Und die waren anwesend? Die waren anwesend. Ja, Radio Energy hat jede Stunde live reingeschaltet, darf ich sagen. Ja, klar. wir sind hier ja locker. Ja, dann ist ja gut. Also du kannst das beweisen, dass du 81 Stunden gesungen hast. Genau, richtig. Wir haben auch Videoaufzeichnungen, die Kamera hat permanent gelaufen. Das ist ja unglaublich. Was hast du denn alles gesungen in den 81 Stunden? Alles Mögliche. Von Robbie Williams bis Elton John, auch deutschen Schlager teilweise, ganz Platten durch. Wann kamst du in eine andere Welt? Nach wie vielen Stunden? Also definitiv, ja, ich kann nicht genau den Zeitpunkt sagen. Es war nur so die letzte Pause, die ich hatte. Ich habe also alle 4 Stunden eine Viertelstunde Pause. Ich wollte mir gerade sagen, man muss doch mal strullen gehen. Ja, eben, genau. Oder man muss doch mal was essen. Was trinken? Währenddessen. Währenddessen? Man, ja, manchmal Zeit. So, da sind ja manchmal Playbacks, die am Anfang halt sind, wo eben nicht gesungen wird. Ne? Ja, aber das sind noch ein paar Sekunden, da kriegst du keine Bockwurst runter. Das ist halt eine halbe, ne? Also in der Tat, du musst dann währenddessen muss man essen und trinken. Richtig, genau. Und wenn du mal aufs Klo musst, das war dann für diese kleine Päuschen waren das. Ja, ich habe es auch währenddessen gemacht. Teilweise kenne ich die Titel ja wirklich auswendig, weil ich ja jede Woche da bin. Wie währenddessen? Du hast währenddessen... Funkmikrofon. Ach so, du bist dann mit dem Mikrofon aufs Klo gegangen? Mit dem Mikrofon aufs Klo und hast dann die Nordseeküste gesungen. Das ist ja geil.
Das ist ja auch, das ist ja sehr bizarr. War lustig für alle Beteiligten, ja. Ich habe von ein paar Wochen mal mit ein paar Studenten aus Duisburg gesprochen. Die hatten das Projekt Schlaflos in Duisburg. Und die experimentierten, wie lange sie ohne Schlaf aushalten könnten. Und die erzählten mir dann von ihren extremen Kämpfen am Ende, als sie es nicht mehr ausgehalten haben. Warst du, also sagen wir mal so, als es schon 50 Stunden lief oder so, kurz davor einzunicken? Ich habe, wie soll ich das sagen? Permanent wurde ich immer wieder wachgerüttelt. Also ich habe 12 starke Freunde gehabt, die an meiner Seite waren. Ja. Die haben den psychologischen Wachdienst halt gespielt. Ja. Hast du gesessen beim Singen oder gestanden? Alles Mögliche. Die haben mich ja auch wach gehalten. Die haben mit mir Fußball gespielt währenddessen und haben die dollsten Spiele mit mir gemacht. Ich meine, dieses aktive Sein, dieses Singen und die laute Musik hält einen ja schon wach. Ne? Also die Jungs und Mädels aus Duisburg haben mir gesagt, auf keinen Fall darf man da sitzen und Fernsehen gucken, weil dann, das ist das Ende. Ja gut, Karaoke hat mit Fernsehen zu tun. Ja gut, aber du bist ja selbst auch aktiv. Du singst ja dabei. Richtig, genau. Ja? Das hält einen wach. Ne? So, als die 81. Stunde vorbei war, bist du dann ohnmächtig geworden oder was? Ich bin beim letzten Titel zusammengebrochen. Ich habe also, mein Körper hat gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss, du hast das Ziel erreicht, Ende im Gelände. Gab es denn schon vorher einen Weltrekord? Ja, der war von einem DJ aus Hongkong. Ja. Der hat 81 Stunden und 5 Minuten gesungen. Und du? 81 Stunden und 12. Wahnsinn. Ja. Nun kann man ja sagen, irgendwie ist es ja auch ein bisschen bekloppt, sowas zu machen. Komplett durchgeknallt. Völlig durchgeknallt. Ja, natürlich. Man riskiert ja auch, dass man irgendwie gesundheitliche Schäden davon trägt, ne? Ja, die Stimmbänder können reißen, ne? Das ist ja auch nur ein Du kannst einen Kreislaufkollaps kriegen, das Gehirn kann Schaden nehmen, also irgendwie, also es ist nicht so ganz wegzuwischen, dass irgendwas passieren kann. Wo nichts ist, da kein Schaden, sag ich mir einfach. Hast du dich mit einem Arzt beraten oder war sogar ein Arzt dabei? Ein Arzt musste anwesend sein, Sanitäter, ja. Mhm. Ein Sanitäter, ein richtiger Arzt. Richtig, alle 4 Stunden hat er mir Blutdruck gemessen. Mhm. Das war auch okay. Nur das Problem war, dass ich zu wenig Wasser zu mir genommen habe. Und das ist halt eben das gewesen, wo er nicht drauf geachtet hat. Ach so. Wir haben halt ganz normal Blutdruck alles gemessen. Nur ich hatte, als ich zusammengeklappt bin, bin ich auch gleich mit Krankenwagen ins Krankenhaus und hatte nur noch 40% Wasser im Körper. Und dann bist du im Krankenhaus gewesen und musstest dann da noch einen Tag oder 2 Tage liegen, oder? Ja, ein Tag über die Nacht über war ich dann da. Habe am Tropf gelegen und dann haben sie mir wieder alles Notwendige zugefügt. Wie viele Stunden hast du geschlafen danach? 6. Nur 6? Ja, danach war ich sehr, sehr aufgedreht, weil ich ja auch nichts mitbekommen habe leider. Ich habe mich ja so auf die Afterparty gefreut, die zum Schluss eigentlich hätte stattfinden sollen, aber daraus wurde ja nichts. Ja, das ist doch völlig klar, dass du nach deinem Erfolg, wenn du 81 Stunden singst, nicht mehr noch Party machen kannst. Das ist richtig, ja. Das Phänomen eigentlich da dran ist, und das ist halt das, warum ich dich angerufen habe, ist, dass man wirklich sich eine eigene Welt aufbaut. Ja, genau, das hast du gerade schon gesagt. Erklär das mal ein bisschen. Und zwar ist es halt so, ich kannte ja wirklich nur 3,5 Tage nur diesen Gerrys Karaoke Club, nur diese Räumlichkeit. Mhm, und ich habe alle 4 Stunden bin ich halt zum Duschen nach oben gegangen. Also oben wohnt halt eine ganz nette Nachbarin, da durfte ich die Dusche benutzen. Mhm. Warum duschen? Alle 4 Stunden geduscht? Um irgendwie kaltes Wasser an mich zu halten. Ach so, verstehe. Zu halten, ja. Um den Körper so ein bisschen zu verarschen, sag ich mal. Mhm. So, es ist morgens, es geht aufwärts, so, ne? Mhm. Um halt irgendwie immer wieder zu denken, es ist morgens, man steht gerade auf. Mhm. Und bei der letzten Pause, da habe ich mir gesagt, einfach so gedacht, so, was wäre jetzt, wenn du jetzt anfangen müsstest, wenn dich jetzt jemand wachrüttelt und sagt, das war alles nur ein Traum. Mhm. Und wie ein Schalter war das, der hat sich umgedreht und dann hieß es auf einmal, Hansi, du musst jetzt 81 Stunden singen. Mhm. Und die kompletten 70 Stunden, die vorweg waren, die waren weg. Mhm. Und da verschieben sich völlig so die Realitätsebene, ne? Komplett, mhm. Komplett. Ja. Du bist in einer Welt, und alle haben zu mir gesagt, Hansi, nur noch 6 Stunden. Ich so, was wollt ihr von mir? Mhm. Und ich habe am Anfang mit einem Funkmikrofon halt gesungen und dann hat ein sehr guter DJ-Kollege mir ein Headset gegeben, weil es war halt einfacher, auch die Spiele damit dann zwischendurch zu machen. Also es ist sowas, was ich ja aufhabe, ohne Kabel allerdings, ne? Genau, richtig. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir, Mensch, wir haben doch so ein Hightech sonst nicht, was habe ich jetzt so ein Headset auf dem Kopf? Mhm. Ne, war also mir komplett, stand ich so neben mir und war wirklich so am Rande des Wahnsinns. Ja, also 81 Stunden hast du es geschafft, dann gehen wir mal so ein paar Stunden zurück, so in der 75. Stunde. Mhm. Das war genau die Stunde, wo es den Knall gab, ne? Wo ich also gedacht habe, jetzt wollen die mich alle verarschen. Ich habe mir so eine eigene Welt aufgebaut. Mhm. Gab es denn da auch so Momente, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin bescheuert?
Ja, da gab es genug von, ja. Mhm. Das Problem war, ich habe mir eine 8 Stunden auf die Zunge gebissen. Und von da ab hat der Körper ja sehr viel zu kämpfen gehabt, weil die hatte sich entzündet, die ist immer meinen Zahn hin und her geschubbert. Hast du dir bewusst auf die Zunge oder aus Versehen? Auf die Zunge gebissen, ja, das tat richtig weh. Bewusst? Also extra gemacht? Nee. Während des Swingens habe ich mir in der 8. Stunde, also ganz am Anfang, auf die Zunge gebissen. Ach so, aus Versehen. Ja, und da hatte der Körper natürlich sehr viel zu tun, das zu verarbeiten irgendwie, ne? Ja. Weil das war halt immer ein Schmerz, wenn ich gesungen hatte. So, jetzt frage ich mich trotzdem so ganz grundsätzlich den Hansi aus Bremen. Aus Bremen kommst du, ne? Ja, genau. Warum macht man das? Gute Frage. Vielleicht will ich, ich war schon immer Weltmeister im Karaoke singen. Ich war immer der Beste bisher, seit es das Ding gibt. Ist es denn auch so dieser Triumph, dann in diesem Buch da mal irgendwann zu stehen? Oder ich stand 1999 schon mal drin. Ach so. Da habe ich 24 Stunden gesungen. 24 Stunden, das war nicht damals schon super viel. Naja, aber gegen das ist das ja ein Witz hier. Ja, stimmt. Und dann habe ich halt gehört, wie gesagt, dass in einem Sender auf dem Videotext, da stand drin, ein Japaner hätte 81 Stunden gesungen. Und da hast du gesagt, den Japaner, den stelle ich in die Ecke. So sieht's aus. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht irgendein anderer Japaner jetzt 82 Stunden singt. Ja, dann singe ich 83. Mann. Also, es ist irgendwie vielleicht auch so ein sportlicher Ehrgeiz, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen so den Stolz, dann in dem Buch zu stehen, ne? Natürlich, klar. Ja. Kriegt man da eigentlich auch Geld vor? Wenn man überhaupt nicht. Gar nichts. Ist nur für die Ehre. Anerkennung. Aha. Anerkennung ist ja das Wichtigste im Leben, wichtiger als Geld. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Außendienst tätig. Außendienst, ja. Ja, und DJ so nebenher? DJ nebenher. Mhm. Mein Bruder gehört der Karaoke-Club und von daher. Welches Lied kannst du denn am besten singen? Am liebsten finde ich von Robbie Williams, Angels. Ah ja. Ja. Kann ich jetzt aber nicht zum Besten gehen, ich bin noch ein bisschen heiser, wie man vielleicht hört. Du hast gerade gesagt, die Stimmbänder können reißen, sagst du? Ja, habe ich gehört. Wahnsinn. Und dann könnte man die operieren oder reparieren? Ich glaube nicht. Wie wahnsinnig, und das alles nimmst du in Kauf? Ja, durchgeknallt eben. Das Witzige war, in Magdeburg ist letzte Woche ein anderer Guinness-Buch-Rekord zu Ende gegangen. Mhm. Der ging über 144 Stunden, da haben mehrere Leute gesungen. Mhm. Und da bin ich hingefahren am nächsten Tag und hab da noch eine Stunde mitgesungen. Aber das war dann so ein Gruppensingen, ne? Das war so ein Gruppensingen. Die nehmen dir jetzt nicht deinen Titel weg. Nein. Wir haben uns den anderen Titel weggenommen. Ich finde, dass immer der Spaß in dem Moment aufhört, wo man wirklich seine Gesundheit gefährdet. Und das tust du. Da hast du recht. Ja? Die Frage ist nur, ich wollte einfach mal meine Grenzen kennenlernen. Mhm. Ja, und, verstehe ich. Wo ich die 24 Stunden gesungen habe, da wusste ich, da ist noch Puffer. Ich wusste nur nicht, wie groß ist das Puffer. Ja, ziemlich groß. Es war noch groß, ja. So, jetzt will ich deine Stimme nicht weiter strapazieren. Ja, ich werde auch nicht. Schöne Grüße nach Bremen. Nett, mit dir gesprochen zu haben. Okay, tschüss. Ciao. Willi, 67 Jahre alt. Hallo, Willi. Hallo, Domian. Ja. Hallo, Jürgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es ist herrlich, dass man dich mal spricht und so weiter und so fort. Ich verfolge grundsätzlich fast jede Sendung von dir. Das ist schön, das freut mich. Es geht um den Papst und den Heiligen Vater. Ja. Und zwar folgendes, da hat doch vorhin eine 61-jährige alte Dame angerufen. Ja, die Helga. Und die war sozusagen gar nicht begeistert darüber, über den Personenkult. Mhm. So war's. Ich bin katholisch. Ja. Und das ist vielleicht die Geschichte zwischen dem katholischen und evangelischen Glauben, dass die Katholiken doch mehr Heilige und dass die unsere Mutter Maria, du verstehst schon, was ich meine. Ja, dass einfach mehr Personen auch nach oben gehoben werden, dass es Heiligsprechungen gibt. Genau, richtig. Ne? Richtig. Ja. Mhm. Und du meinst, das ist ein Teil eben auch dieser Religion, dass dann der Papst als der Oberhaupt, das Oberhaupt der katholischen Kirche einen besonderen Rang eben hat und eben auch als Person sehr verehrt wird. Das ist vollkommen richtig. Und zwar ist doch der Papst, also der Heilige Vater, der Stellvertreter Christi auf Erden. So sagt die katholische Kirche, ja. Ich weiß nicht, es ist richtig so. Ich meine, das ist auch dem Grund genommen, das ist genau wie im Hinduismus. Der Dalai Lama ist doch der personifizierte Gott. Na, eigentlich so nicht, aber das ist ein kompliziertes Thema, müssen wir nicht vertiefen. Du auf jeden Fall, dich. Wie empfindest du denn die Bilder, die man jetzt im Moment im Fernsehen sieht, dass da Hunderttausende, man erwartet ja Millionen von Menschen, vorbei defilieren, gucken und auch fotografieren? Wie empfindest du das?
Ein Kunstfotografieren ist weniger gut. Das gefällt mir gar nicht. Das muss ich diese dir. Kameras und so weiter, das gefällt mir auch. Überhaupt. Ja, da gebe ich dir wirklich recht. Ich finde es fast schon respektlos dem Tuten gegenüber mit diesen kleinen Minikameras da zu. Richtig, richtig. Ne? Und das ist genauso wie am Ostersonntag, wie da der Papst den Segen Urbi et Orbi gegeben hat. Dieses schmerzverzerrte Gesicht, voll auf Hochglanz, voll ins. Das macht man nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, was diese Leute, hängen die sich jetzt dieses Foto, was sie gemacht haben, zu Hause auf oder legen sie das ins Album? Wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht. Also man hat ja Fotos in der Presse von dem Papst, wie er aufgebahrt ist, und das reicht dann ja auch aus. Und wenn, dann sollte man schweigend vorbeigehen und dann wäre es, finde ich, auch gut. Ne? Ich meine, ich war damals in München, ich bin gebürtiger Bayer, ich war damals in München bei der Beerdigung vom Prinzregent. Und da sind wir auch in die Kirche gegangen, schweigend am Sarkophag vorbei und es hat auch schon abgestoßen, dieses Blitzlicht, Gewitter, das ist nichts. So, nun hat die Helga vorhin gesagt, und das sagen ja auch viele andere Leute, die ihn durchaus respektieren, die aber dennoch Kritik an seiner Amtsführung geübt haben oder üben und sagen, dass da auch einiges eben nicht so gut gelaufen ist. Was seine Einstellungen betrifft, wie siehst du seine Zeit, die er nun hinter sich hat, die 26 Jahre im Amt? Also ich im Großen und Ganzen hervorragend. Das Einzige, was ich sehr gut finde, das ist zum Beispiel die Homosexualität. Das kommt mir nicht in den Sinn. Wir haben zwei verschiedene Geschlechter. Warum sind wir denn so geboren? Eine Mädchen, die anderen sind Jungs. Wenn die beiden sich auch lieb haben, ist das ja auch eine Liebe. Und das muss ja auch eine gottgewollte Liebe sein. Nein. Tut mir leid. Da steht in der Bibel steht Männer, die bei Männern liegen, sollen die Gerechtigkeit Gottes nicht schauen. Aber vielleicht ist auch alles nicht richtig, was in der Bibel steht. Moment mal. Das stimmt schon. Das glauben wir. Tut mir leid. Ja, aber was meinst du, was in die Bibel alles nachträglich in all diesen Jahrhunderten geschrieben worden ist? Nein. Das sind die Offenbarung, das sind die Und was meinst Bücher. Was meinst du, was die Übersetzer vielleicht alles dazu getan haben? Also mit der Bibel ist das schon sehr schwierig, wenn man sagt, das steht da so drin. Also entschuldige bitte, wenn ich dich da voll dagegen bin. In der Bibel steht das, was wir glauben. Ja, aber meine Frage ist ja, oder meine Anmerkung ist ja, woher weiß ich, dass das auch alles genau so von denjenigen geschrieben worden ist, die vorgeben, es geschrieben zu haben? Hat der Paulus das so gesagt? Hat derjenige das so gesagt? Haben es nicht nachträglich in all diesen vielen Jahrhunderten der Überlieferung irgendwelche Leute so dazu gedichtet, weil es in ihr ideologisches Muster und Raster passte? Ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Mhm. Ich glaube nicht. Ja. Was sagst du denn dazu? Also ich höre, dass du in der gleichgeschlechtlichen Liebe ganz anderer Auffassung bist als ich. Ja, sicher. Das ist Was hast du denn zur Verhütung? Er hat sich auch gegen die Pille und gegen Kondome ausgesprochen. Vollkommen richtig. Ich meine, wir kennen auch doch den Zyklus der Frau. Mhm. Ja, wenn ich keine Kinder haben will, dann schlafe ich eben mit meiner Partnerin, wenn sie nicht empfänglich ist. Ja. So einfach ist das. Also einfach ist es leider nicht. Aber ich respektiere deine Meinung. Das muss man ja auch. Das ist ja auch sehr wichtig. Und ich respektiere auch, wenn du, und das finde ich auch wichtig, dass man, wenn du sagst, der Papst ist für mich eine Ikone, ein wichtiger Mensch, und ich finde es richtig, dass man da jetzt so viel drum inszeniert. Es ist deine Meinung und die ist zu respektieren. Das finde ich schon. Richtig, ja. Das Einzige, was mir, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche. Nein, bitte sag. Das Einzige, was ich nie, worin ich im Grund nicht besonders einverstanden ist, das ist die Rolle der Frau in der Kirche. Ach, das heißt, da würdest du liberaler denken. Ja, denn ich meine, gut, wir haben schon in der katholischen Kirche, wir haben in Laienapostolat. Mhm. Und da sind auch Frauen, die Heilige Kommunion austeilen. Warum soll man denn nicht die Frauen
auch mit in die Kirche hineinnehmen. Das heißt, du könntest dir durchaus vorstellen, eine Frau als Priester? Ja, auf alle Fälle. Oh, dann bist du aber in der Beziehung sehr modern. Auf alle Fälle, ja. Denn die Mutter Gottes, also die Maria, ist auch eine Frau. Das ist ja auch eine Frau. Willi, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich sehr, mit dir noch gesprochen zu haben. Schöne Grüße nach Süddeutschland. Alles klar. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr Fernsehen. Tschüss.